Herzlichen Dank an unsere Kuratoriumsvorsitzende Rita Schwarzelür-Sutter. Ja, meine Damen und Herren, in den kommenden 2 Tagen wollen wir hier auf der Woche der Umwelt auf die vielen Fragen rund um den anstehenden Wandel zahlreiche spannende Debatten führen, aber vor allem die Antworten suchen und die Startpunkte fürs Handeln gemeinsam definieren und erkennen. Zahlreiche Lösungen und Produkte sehen Sie schon bei unseren 160 Ausstellerinnen und Ausstellern, die auf dieser Plattform dokumentieren, was wir heute schon alles können, um dem Klimawandel entgegenzutreten, um die Krise im Schwund der Artenvielfalt anzugehen und andere wichtige ökologische Fragen anzugehen. Denn wir müssen unser Leben, unser Handeln, unser Wirtschaften anpassen an das, was die globalen Belastungsgrenzen hergeben. Sie haben die Möglichkeit, in vielen unterschiedlichen Diskussionsrunden sich einzuklinken. Und wir starten jetzt mit unserer Reihe auf der Hauptbühne und wollen uns hier genau dem großen Wort annähern, dem Wandel. Ein Wandel, ein Wort, was unterschiedliche Reaktionen ausläuft. Wandel trägt Hoffnung und Chance in sich, aber auch Sorge und Verlustangst. Und deshalb wollen wir darüber reden, welcher Wandel steht uns bevor. Denn dass wir auf die Klimakrise und die ökologischen Krisen reagieren müssen, ist klar. Und wir wollen heute diskutieren, wie gestalten wir diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation? Was sind die Stellschrauben, hier gemeinsam voranzugehen? Deshalb herzlich willkommen in einer spannenden Runde auf unserem ersten Podium. Und ich übergebe an unseren Moderator Georg Ehring. Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von mir zur ersten Diskussionsrunde. Unser Thema: Wie gestalten wir gemeinsam den Wandel? Und wir sind hier zu sechst auf der Bühne. Jan-Peter Schemmel, seit 2019 Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer des Öko-Institutes. Er war vorher tätig bei der GIZ und bei der Internationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Professor Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, Professorin für Geomikrobiologie an der Uni Bremen und Umweltpreisträgerin der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 2018 und dort auch Kuratoriumsmitglied. Professor Veronika Grimm von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, dort Lehrstuhlinhaberin für Volkswirtschaftstheorie, seit 2020 auch im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Themenschwerpunkte Verhaltensökonomie, Marktdesign, Schwerpunkt Energiemärkte. Also genau die Themen, die uns hier auch schwerpunktmäßig beschäftigen. Kerstin Andrea, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Vorher war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, wirtschaftspolitische Sprecherin und auch vom Beruf, vom Studium her Volkswirtin. Und Karl Heusgen, seit 2020 Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer und Aufsichtsratsvorsitzende von Heve Hydraulik. Dort war er vorher Geschäftsführer. Also eine vielfältig und kompetent zusammengesetzte Runde, hoffe ich. Und wir können dann jetzt in die Diskussion einsteigen. Herr Bundespräsident, Sie haben vorhin gesagt, die Klimaziele sind nicht mehr abstrakt, sondern und nicht nah und nicht mehr fern. Das war 1979 so, als die erste Weltklimakonferenz vor immerhin 42 Jahren in Genf tagte. Seitdem ist viel Zeit vergangen und ich meine auch viel Zeit vertan worden. Die Webseite des Mercator-Instituts on Global Commons and Climate Change hat eine CO2-Uhr. Und diese CO2-Uhr sagt an, wann das Budget für aufgebraucht ist, wie viel CO2 wir noch in die Atmosphäre entlassen können, ohne die Klimaziele zu überschreiten. Und da ist Stand heute für 1,5 Grad 6 Jahre, 6 Monate und 2 Tage zu lesen. Minuten und Stunden ändern sich ständig. Sekunden sind auch abgetragen. Für 2 Grad immerhin noch 24 Jahre, 4 Monate und 30 Tage. Grundlage ist, wenn wir ungefähr so weitermachen wie bisher, also unser Budget in dem gleichen Tempo aufbrauchen, wie wir es bisher aufbrauchen. Das bedeutet, wir müssen sehr dringend handeln. Das ist ja von verschiedentlich hier angesprochen werden. Wir können das Budget ein bisschen strecken,
wenn wir schnell vom CO2-Ausstoß runterkommen, aber wir sind ziemlich spät dran und das ist eher noch ein Euphemismus. Wir reden heute nicht nur über Klima, wir reden auch über Artenvielfalt, über Erschöpfung von Ressourcen. Wir haben in den letzten Monaten auch gelernt, dass die Verbreitung von Infektionskrankheiten mit den ökologischen Krisen zusammenhängt. Aber wir reden auch über eine entwickelte Zivilisation, über eine Zivilisation, die Erkenntnisse geschaffen hat und vielleicht mit Wissen und Handeln einiges erreichen kann, dass wir nicht wie die Lemminge auf die Klippe zurasen und keiner hat eine Ahnung, was einem bevorsteht. Fangen wir also an, Frau Professor Boetius, wie nah sind wir am Abgrund, 1,5 oder 2 Grad? Tja, ich versuche mir das nie als Abgrund vorzustellen, sondern genauso wie Sie gesagt haben, es ist im Grunde ja ein ganz logisches Problem. Wir wissen aus der Erdsystemgeschichte, wie viel Platz unsere Atmosphäre für CO2 hat und was passiert, wenn es mehr wird, mehr als wir Menschen jemals gesehen haben. Und genau da stehen wir. Das ist wie so ein Scheideweg, an dem man eben voraussehen kann, in die Richtung geschieht uns dies, das wissen wir, und in der Richtung kommen wir anders weg. Und es geht dabei um so viel. Ganz kurz die Fakten nochmal. Wenn wir 1,5 Grad nicht aufgeben, was aber bedeutet, dass wir Technologien dazuschalten müssen und nicht nur die Natur, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen, so viel muss man heute ehrlich sagen, dann können wir einen Teil der Korallenriffe auf der Welt bewahren, die für unglaubliche Lebensvielfalt und für menschliches Einkommen, für menschliche Livelihood stehen. Wir können es schaffen, dass vielleicht nur einmal das 2050 sommerlich in der Arktis das Meer als schwindet, und schon das ist eine fundamentale Bedrohung für das arktische Leben und auch die Menschen dort oben. Und dieses unangenehme Gefühl, es sind wir Menschen, die so entscheidend in die Zukunft von allem Leben, nicht nur das unsere, eingreifen, aber wir haben auch diese Verantwortung, es besser zu machen. Das, glaube ich, ist mit der Frage gemeint, so geht Zukunft. Herr Schimmel, was müssen wir alles stoppen? CO2-Emissionen haben wir schon gesagt, aber das ist nicht das Einzige. Ihr Institut heißt ja Öko-Institut und nicht Klima-Institut. Das ist richtig, auch wenn sicherlich das Klimathema wie ein Brennglas ist für viele von den Nachhaltigkeitsthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Auch viele von den anderen Themen damit zusammenhängen. Sie sprachen die Biodiversität an. Wenn wir den Biodiversitätsverlust stoppen wollen, dann müssen wir auch den Klimawandel bekämpfen, weil ansonsten die Ökosysteme nicht mithalten können. Wir sehen das selbst in Deutschland auch schon im Waldbereich, wie der unter, natürlich auch in der Struktur des Waldes, wie er aufgebaut ist, aber trotzdem unter dem Klimawandel leidet. Das heißt, Klimawandel ist in der Tat da ein ganz wesentlicher Aspekt, den man bekämpfen muss. Aber Sie sprachen es auch an, die Ressourcenfrage ist natürlich auch eine ganz wesentliche. Wir müssen zusehen, dass wir perspektivisch dahin kommen, dass wir alle Ressourcen in Kreislaufen führen, weitestgehend. Das wird wie beim Klimawandel so sein, dass es nicht für alles 100% geht. Auch beim Klimawandel werden wir Restemissionen haben, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft, die wir dann durch andere Sachen kompensieren müssen. Und bei den Ressourcen, denke ich, werden wir eine ähnliche Frage haben, aber da müssen wir auch an. Frau Professor Grimm, Frau Schwarze-Lürsitter hat gerade gesagt, die Zeit des Höher, Schneller, Weiter ist vorbei. Also kein Wachstum mehr oder wohin? Ja, ich glaube, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Wir müssen nämlich Klimaschutz und Wachstum, Industriepolitik, Außenpolitik zusammendenken. Wir haben das ja eben gerade gehört. Es geht um globale Fragen, aber es geht auch ganz stark um regionale Fragen. Es geht um darum, die Leute mitzunehmen, jeden Einzelnen, die Transformation sozial gerecht zu gestalten, aber auch weltweit mit Gerechtigkeit umzugehen in einer Situation, wo wir eigentlich alles transformieren müssen. Den Energiehandel, die Lieferketten, die Frage, wo findet Wertschöpfung statt, welche Art von Wertschöpfung findet statt. Und ich glaube, darin liegen ganz viele Chancen. Es ist keine Degrowth-Logik, der wir folgen müssen, sondern wir brauchen ganz viel technologischen Fortschritt, um damit umzugehen. Und gleichzeitig, wenn Sie es Verzicht nennen mögen, dann Verzicht, aber Verhaltensweisen werden sich einfach ändern. Die neuen Verhaltensweisen können als Verzicht beschrieben werden, aber könnten auch sehr attraktiv sein. Man denke nur an die Art, wie wir reisen, leben. Ich habe mich heute gefreut, das erste Mal wieder zu einer Präsenzveranstaltung zu kommen. Aber vor der Corona-Krise haben wir es eigentlich auch teilweise verflucht, so viel reisen zu müssen. Und ich glaube, irgendwo in der Mitte werden wir uns treffen und das kann auch Zunahme an Wohlstand bedeuten. Man müsste es vielleicht gar nicht als Verzicht beschreiben. Frau Andrea, die Stromerzeugung trägt in den meisten Diskussionen, in den meisten Forderungen die Hauptlast der Wende. Ist das okay für Sie? Naja, wir können natürlich als Energiebranche, vielleicht ist es so der Fluch des Erfolges, ja, die Energiebranche war extrem erfolgreich in den letzten Jahrzehnten, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren.
Aber letztlich müssen wir alle ran und alle Branchen müssen sehr radikal weiter und auch noch viel schneller CO2 reduzieren. Und die Energiebranche hat natürlich noch den besonderen Faktor, dass sie quasi diese Enabler-Position für andere Branchen hat. Also die Elektromobilität kriegen sie nicht ohne die Energiebranche, oder die Wasserstoffindustrie zur Dekarbonisierung der Industrie kriegen sie nicht ohne die Energiebranche. Von daher würde ich eher andersrum sagen, ich glaube, dass wir im Landwirtschafts- und im Verkehrsbereich zu, vielleicht ein bisschen zu vorsichtig herangegangen sind, und aber ohne jetzt zu sagen, bei der Energiebranche zu viel. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, ja, um da auch nur diese Zielmarke im Griff zu haben. Darauf haben wir uns verständigt, auf diese Zielmarke. Von daher jetzt, um die Millionen Tonnen hier oder her zu feilschen, wäre überhaupt nicht mein Thema, sondern wir brauchen die Instrumente, dass wir das Ganze auch machen können, weil das ist der entscheidende Punkt. Ja? Ziele sind schön, aber ohne die Instrumente kann ich nichts machen. Herr Heusgen, wir haben jetzt ganz viele Ideen und Forderungen, wie schnell das alles gehen muss und umsetzen muss das im Wesentlichen zu einem großen Teil die Industrie, die Wirtschaft. Können wir in Deutschland Ideen, Öko-Ideen exportieren, oder müssen wir befürchten, dass dann alles unter Ökodumping anderer Länder, die das nicht so eng sehen, zusammenbricht? Zwei ganz unterschiedliche Fragekreise. Zunächst ein Dankeschön an Frau Andreae für ein wunderbares Stichwort Enabler, Ermöglicher. Tatsächlich ist es so, dass der Weg zur Nachhaltigkeit eine enorme technologische Herausforderung ist. Und ich bin der Ansicht, das ist lösbar. Und einen ganz, ganz großen Anteil leistet natürlich die Industrie. Ich vertrete Maschinen- und Anlagenbau, und es gibt praktisch keinen Klimapfad, keinen Mobilitätspfad, der nicht in irgendeiner Form mit Technologien, mit Maschinen, Anlagen, Komponenten dieser Branche verbunden ist. Und mein erster Appell ist, dass wir verstehen, dass der Weg zur Nachhaltigkeit, dass Klimaschutzpfade und Industrie zusammengehören, dass sie zwei Seiten einer Medaille sind und keine Gegnerschaft bilden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, dass die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft hoch ist. Ich könnte jetzt das Impfbeispiel bringen, was mit Nachhaltigkeit zunächst mal nichts zu tun hat, aber eben zeigt, wie in einer gewinnorientierten, freiheitlichen Marktwirtschaft sehr, sehr schnell Probleme gelöst werden können. Warum sage ich das? Weil ich glaube, je weiter der Klimawandel ungebremst voranschreitet, desto kritischer wird die Situation. Je kritischer eine Situation ist, desto mehr Autorität und desto mehr Freiheitseinschränkung verlangt sie. Das haben wir alle gerade in Corona erlebt. Und deswegen ist mein Appell, dass wir die innovative Gestaltungskraft einer freien Wirtschaft, einer freien Gesellschaft jetzt nutzen, dass wir Spielräume geben, dass wir Innovationen entfesseln und auf den Weg bringen und nicht regulatorisch ersticken. Wird Ihnen denn bei dem Tempo manchmal schwindelig? Nein, da bin ich jetzt ganz selbstbewusst. Also jetzt nicht nur ich, sondern die Branche ist an der Stelle selbstbewusst. Ich glaube sogar, ich will auch diesen Punkt gleich zu Beginn ansprechen, dass die Innovationsgeschwindigkeit höher ist als die Bereitschaft zu Verhaltensveränderungen. Ich glaube nicht, dass unser Problem die Innovationsgeschwindigkeit ist. Ich glaube, unser Problem ist ganz oft die Geschwindigkeit von Verhaltensänderungen. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zurück. Ich würde jetzt relativ zu Beginn der Diskussion noch mal auf die Dringlichkeit kommen. Frau Boetius, wie haben wir uns die Folgen der Zerstörung, wenn wir so weitermachen, vorzustellen? Wir haben ja bisher in Deutschland auch viele Sonnenseiten des Klimawandels erlebt. Im Sommer ist es immer schön warm, im Winter ist es nicht mehr so kalt, man muss nicht mehr so oft Schnee räumen. Und jetzt hatten wir den Mai, der vom Wetter her normal war, verglichen mit der Periode 1961 bis 1991. Und ich glaube, der eine oder andere hat der Erwärmung da durchaus positive Seiten abgewonnen, aber das dicke Ende kommt nach. Naja, also wenn man genau hinschaut und mit den Menschen spricht, stellt man fest, dass auch die, von denen man sagt, sie sind sehr konservative Berufe, ich nenne da mal die Fischer und die Landwirte, die haben solche fundamentalen Katastrophen in ihren Betrieben zu erleben. Ausfälle, weniger Ernte, der Wassermangel, der uns bevorsteht, da spricht ja kaum jemand drüber in Deutschland, aber wir haben durch die Dürren der letzten Jahre eine solche Absenkung des Grundwasserspiegels erfahren, dass, wenn das zwei Jahre so weitergehen würde, wir wissen es ja noch nicht, wie dieser Sommer wird, wir auch in Deutschland uns entscheiden müssen, wer kriegt das Wasser.
Geht es in den Wald, auf die Landflächen, geht das in die Städte, auf den Golfrasen? Und diese Diskussion, die zum Beispiel die USA schon längst in vielen Regionen hat, die stehen uns da bevor. Die Fischer, die müssen aufgeben, weil sie mit einer Vielfalt von Problemen konfrontiert sind, weil es auch bei unseren Küsten Platzmangel gibt zwischen allen Strategien, die aber nicht ausgehandelt sind, wo bisher Naturschutz immer zurückgestellt wurde, Natur- und Klimaschutz. Und ich glaube, um was es geht, was da vor uns liegt, das ist eigentlich gut beschrieben. Aber das Interessante ist, welche Rolle spielt neben technologischer Innovation die Klarheit des Umsetzungsplans und dieses, was ich immer wieder höre, wo ich mir noch nicht viel drunter vorstellen kann, was bedeutet es, leave no one behind? Wir leben ja in einer Welt, die unglaubliche Menschenmengen zurückgelassen hat. Und jetzt wollen wir es schnell schaffen. Und diese Rolle, die die Industrie hat, auf Planungen zurückzugreifen, die aber in der Zukunft liegen. Wir wollen jetzt Wasserstoff, wir wollen anderen Stahl. Und wenn man hingeht und zum Beispiel wie ein Küstenschiff bestellt, was dann klimaneutral forschen soll für uns alle, dann kriegt man die Zahlen raus, wie lange dauert es, und spricht mit der Industrie und stellt fest, so einfach ist es doch nicht. Es ist eben nicht nur die Technologie, es ist der politische Rahmen. Und das ist die große Frage des Abgrunds wieder. Schaffen wir Menschen es? Es ist nicht die Technologie allein und auch nicht die Natur, sondern es sind wir Menschen, die eben uns zusammenraufen müssen. Wer es ausbaden muss, Frau Professor Grimm vom Sachverständigenrat, sind ja eher die unteren Einkommensgruppen, die auch viel herangeführt werden, wenn man sagt, wir dürfen nicht so radikal werden, da gibt es Verlierer. Wie ist da die Fähre? Wer hat es auszubaden, sowohl international als auch bei uns? Das kommt, glaube ich, unglaublich auf die Umsetzung an. Es ist vor allen Dingen auch so, dass wir viel Mut brauchen, weil es so kommen wird, dass wenn wir schneller sind und auch Chancen zum Beispiel für die deutsche Industrie heben können, dass dann natürlich es denen, die hier möglicherweise zurückgelassen werden könnten, auch besser geht. Wir müssen eben schaffen, in diesem Wettlauf, der jetzt auch technologisch stattfindet, mit Ostasien, auch mit den USA, um die besten Technologien, die uns ermöglichen, klimaneutral zu wirtschaften. Da müssen wir eben vorne dabei sein. Und da schaden auch manche Diskussionen, das Entweder-Oder. Gerade grassiert ja wieder die Diskussion, entweder Batteriemobilität oder Wasserstoffmobilität. Wir halten uns da viel zu sehr auf, anstatt da doch relativ breit zu denken, technologisch offen zu denken, weil unsere Industrie ist auch breit aufgestellt und da müssen wir überall Chancen nutzen, um dann eben niemanden zurückzulassen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich überlegen, wie können wir die Breite der Menschen auch kompensieren für die ansteigenden Preise. Und auch da gibt es gute Konzepte in der Wissenschaft. Man kann natürlich die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch zurückgeben. Man kann sie auch so zurückgeben, dass man eine doppelte Dividende realisiert, indem man zum Beispiel die Strompreise senkt. Und Frau André hat ja eben schon erwähnt, der Stromsektor ist zentral. Wir brauchen Sektorkopplung. Also wir müssen den zunehmend erneuerbaren Strom nutzen, um eben alle Sektoren Mobilität, Wärme, die Industrie zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Und das ist für die gesamte Industrie natürlich viel attraktiver, wenn der Strom günstiger ist. Das heißt, unsere große Abgaben- und Umlagenlast, die müssen wir absenken. Und das würde natürlich auch Haushalten in den unteren Einkommensschichten zugutekommen, weil die würden dann eben auch über eine geringere Stromrechnung profitieren und könnten auch besser dekarbonisieren, defossilisieren, weil die ganzen Betriebskosten dieser Anwendungen dann natürlich auch sinken. Gleichzeitig müssen wir sie natürlich in die Lage versetzen, dann umzusteigen beim Heizen, bei der Mobilität durch ÖPNV-Investitionen. Also da gibt es ein großes Paket, aber ich glaube, man kann da sehr viel machen, um in die richtige Richtung zu kommen. Was ist denn jetzt der Unterschied? Das heißt, in der Stellungnahme der Leopoldina, der Wissenschaftsakademie, jetzt auch die nächste Dekade ist entscheidend, die nächste Legislaturperiode ist entscheidend. Ich persönlich verfolge das Klimathema sehr intensiv seit 2009, seit dem Klimagipfel von Kopenhagen. Da sind Jahre vergangen und die Uhrzeit ist gleich geblieben. Es ist immer 5:05 gewesen. Und das heißt es eigentlich auch jetzt. Was passiert denn, wenn wir das jetzt verpassen? Frau André, gerne. Naja, also Sie hatten es ja dargestellt mit der Frage, wo stehen wir eigentlich? Und Sie hatten es in Ihrem Eingangsstatement auch gesagt. Aber was, glaube ich, die Leopoldina ausdrückt und was auch ganz viele beschäftigt, ist, welche Ernsthaftigkeit haben wir in der Politik? Ich glaube nämlich, es kommt eine ganz neue Aufgabe auf den politischen Sektor zu und die geht so. Sie hatten ja das Beispiel Wasser benannt und okay, wir haben jetzt eine Wasserstrategie. Das ist unglaublich wichtig, dass wir uns über die Frage Gedanken machen, wenn es mal wieder sehr, sehr trocken wird, wer hat eigentlich den ersten Vorrang? Ja, Trinkwasserversorgung, Landwirtschaft etc.
Ich bin ja nicht nur Energiewirtschaft, sondern ich bin auch Bundesverband Wasserwirtschaft. In den Sommern der letzten Jahre hatten wir folgendes Problem und im Corona-Sommer war es noch besonders groß. Die Leute haben sich alle Swimmingpools für die Gärten gekauft, weil die Kinder nämlich nicht ins Schwimmbad konnten. Und das große Problem war, es war richtig heiß und dann sind diese ganzen Swimmingpools vollgelaufen. Und das hat eine Wasserknappheit nach sich gezogen. Die war wirklich gigantisch. So was passiert jetzt? Kommt die Politik und beschließt in einer Wasserstrategie, ihr dürft im Sommer die Pools nicht füllen? Traut sie sich das? Und in den Pools würden wir nicht mal die geringen Einkommen besonders treffen, weil das ist eher so ein mittleres bis hohes Segmententhema. Ne? Und wenn ich das jetzt noch kombiniere damit, dass wir gerade eine aus meiner Sicht absurde Debatte über einen beschlossenen 16 Cent Erhöhung des Benzinpreises bekommen, dann frage ich mich, wer traut sich eigentlich noch angesichts dieser Zeit auch mal einen Vorschlag zu machen, der halt auch mal ein bisschen kräftiger ist. Und wir werden viele kräftige Vorschläge brauchen, die auch mit den Menschen persönlich zu tun haben. Wenn die Flughöhe ist, wir müssen eine Industrie transformieren, ja, dann wissen Sie, was gemeint ist und wir hier wahrscheinlich auch. Aber es hat so mit niemandem richtig was zu tun. Ja. Es hat nicht das persönliche Leben. Aber ich glaube, ich brauche eine Ernsthaftigkeit in der Politik. In der nächsten Dekade, die dieses Thema auch mit aller fulminanten Kraft angeht und gemeinsam angeht. Wir schaffen das nur noch gemeinsam. Herr Häuske, gehen Sie da mit Spritpreise richtig rauf? Ja, genau. Frau Andrea spricht mir aus dem Herzen. Ich glaube, eine der ganz großen Herausforderungen wird tatsächlich sein, auch wenn ich ja Verbandsvertreter bin, dass wir weit über das Partikularinteresse hinausschauen und gucken, was ist das Gemeinwohlinteresse in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und die Diskussion, die jetzt in der Politik angezettelt wurde, um das völlig richtige Statement von Frau Baerbock zum Benzinpreis, ist für mich eben leider wieder ein Beispiel für die Scheinheiligkeit zu Wahlkampfzeiten und für ein vermeintliches Partikular- oder Parteiinteresse. Das finde ich wahnsinnig schade. Wir sind uns alle einig, dass wenn die CO2-Bepreisung, und das muss sie, hochgeht, idealerweise einem echten Preismechanismus unterworfen wird, dann wird natürlich Treibstoff teurer. Ja, wenn wir sehen, dass heute im Treibstoffbereich der Großteil nicht CO2-relevante Steuern und Abgaben sind, dann ist es höchste Zeit, dass der Treibstoff über den CO2-Preis gesteuert wird. So, jetzt kann ich mir im Nachgang überlegen, wie kompensiere ich das? Pendlerpauschale, all die Sachen. Wird übrigens völlig überschätzt, das Pendlerproblem. Also wir müssen weg von diesen Partikularinteressen, wir müssen ein gemeinsames Interesse vertreten. Und ich komme noch mit einem Beispiel, es dauert nur eine halbe Minute. Die gleichen Leute, die ganz, ganz laut für Klimaschutz eintreten, sind die Stromtrassen von Nord nach Süd verhindern, sind die Windparks verhindern, sind die dafür sorgen, dass der Brennerzubringer, die Eisenbahn, nicht gebaut wird. Wir haben Planungs- und Genehmigungsverfahren, die sind absolut außer Rand und Band. Und wir reden über diese Transformation, ohne über dieses Problem zu reden. Und was heißt das? Wir müssen weg von diesem Not in my backyard. Es wird Härten geben. Wenn wir Windparks bauen, dann wird es Windmühlen geben, die sind höher als der Kirchturm. Und wenn wir nicht bereit sind, auf diese Härte in Bayern einzugehen, wo man das nicht darf, ja, dann wird es eng. Herr Schemmel, wie kommen wir da raus? Ja, ich würde noch kurz den Punkt aufnehmen, was passiert, wenn wir jetzt nicht 11:55 eilig was machen. Dann werden wir 50% der großen Industrieanlagen stehen zur Reinvestition an in den nächsten 10 Jahren. Dann werden die nicht so ausgestaltet, die Investitionen, dass wir klimafreundliche, klimaarme, emissionsarme Anlagen haben können. Dann werden wir unser Ziel nicht reißen. Wir werden es reißen, wir werden es nicht schaffen. Das heißt, aufgrund der Langlebigkeit von den Investitionszyklen, deshalb ist es höchste Zeit. Es war auch vorher schon höchste Zeit, man hat nicht reagiert. Und was man sich klar machen muss, je später wir anfangen, stark zu agieren, desto radikaler müssen wir agieren, desto steiler muss der Emissionspfad nach unten gehen. Und ich glaube, wir haben in der Corona-Krise das jetzt dreimal innerhalb von einem Jahr durchexerziert. Wenn wir zu lange warten, immer in der Hoffnung, exponentielles Wachstum ist zwar in der Theorie klar, aber wird hier schon nicht passieren, dann haben wir auch bei der Klimakrise das gleiche Problem und werden Maßnahmen durchführen müssen, die dann nicht mehr günstig sind, die dann nicht mehr sozial gerecht gehen, während wir es im Moment noch in der Hand haben. Das heißt, da müssen wir ran. Und konkret, weil Sie fragten, was müssen wir jetzt tun, ist, glaube ich, ein Punkt, dass wir die Steuerungs- und Lenkungsfunktion von unseren Preissignalen auch anpassen müssen. Da wäre ich jetzt nicht auf der Seite, Frau Bötius, in dem Papier von der Leopoldina wird ja gesagt, eher wir brauchen einen CO2-Preis, der dann perspektivisch auch über alle Sektoren identisch ist.
Da würde ich sagen, nein, weil das würde dazu führen, genau wie beim Beispiel Energie, da konnte man es halt am günstigsten reduzieren, dass ein Sektor ganz weit vorangeht und die anderen sich schön zurücklehnen und noch gar nichts machen. Die Zeit haben wir nicht. Wir müssen, genau wie Frau Andreae sagt, in allen Sektoren gleichzeitig schnell agieren. Und das geht nicht mit einem einheitlichen CO2-Preis. Das wäre das eine. Also CO2-Preis wichtig, ja, aber differenziert nach Sektoren. Und der zweite Punkt wäre, was Herr Heusgen ansprach, dass wir in der Tat auch gucken müssen, dass wir das dann umlegen mit Kompensationsmechanismen. Da haben wir gerade jüngst eine Studie für die Stiftung Klimaneutralität rausgebracht, um die ERG-Umlage bis 2025 komplett über die CO2-Preise zu refinanzieren, sodass wir sie in der Form nicht mehr brauchen und gerade die kleineren Haushalte damit besser stellen, die vor allen Dingen vom Stromverbrauch belastet sind. Aber wenn ich das sagen darf, das sind ja die Hauptpunkte des Papiers. Wie jetzt genau der CO2-Preis in welchem Sektor wann wie angeglichen wird, ist ja dahinter der Bekenntnis dazu, dass unser ökonomisches Handeln fundamental anders gedacht werden muss. Es kann eben in einer Welt voller Ziele, die wir ja auch allen Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, die ja auch angenommen werden, diese Ziele, kann es aber nicht so sein, dass in der Realpraxis im Alltag ständig alles klimafreundliche Handeln teurer, lästiger, beschwerlicher ist für die Akteure, für die Industrie, für die Bürgerinnen, für die Bürger, für die Bürgermeister, für alle. Das kann nicht sein, das funktioniert da nicht, weil das reißt uns als Menschen auseinander, wenn wir Ziele haben und Leitplanken, aber alles Handeln passt da überhaupt nicht mehr dazu. Und eine Herausforderung möchte ich noch nennen, über die nicht so viel gesprochen wird, die ich aber für eine fundamental wichtige halte. Bei den Klima- und Umweltzielen ist dadurch, dass wir in der Wissenschaft ganz andere Technologien heute haben. Wir können mit Fernerkundung die ganze Welt sehen. Sie kommt zu uns nach Hause mit allem. Wir können das CO2 vermessen. Wir können die Bodenfeuchte im Boden vermessen. Und alles kann auf unseren Mobiltelefonen nachgeschaut werden. Wie erreichen wir unsere Ziele? Die Digitalität lässt eine Teilhabe zu, und zwar auch weltweit, mit der wir sagen können, ja, Bürgerinnen und Bürger können die Politik neu vermessen. Wir können uns selbst messen, aber auch die Politik. Und das führt zu einer weiteren Schere, die so wichtig ist. Da muss man sagen, es muss zusammenpassen, wie wir sprechen, die Ziele, die Leitplanken, die Maßnahmen und vor allen Dingen aber auch die Finanzen. Und da ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt jetzt im Wahlkampf. Können bitte die Parteien sagen, es geht um Klimaschutz, parteienübergreifend, haben Sie ja auch gesagt, lieber Herr Bundespräsident, Herr Frank-Walter Steinmeier. Wir halten hier zusammen und wir reiben uns nicht mehr an solchen Nebelkerzen auf. Das wäre ein so wichtiger Schritt für unsere Zukunft, jetzt das schon mal wegzulassen. Das halte ich für absolut notwendig, das einzufordern. Und das tun wir in unserem Leopoldiner Papier ganz klar. Ich würde noch mal ganz konkret auf den gespaltenen CO2-Preis oder einheitlichen CO2-Preis kommen. Frau Professor Grimm vom Sachverständigenrat, müssen wir der gespaltene CO2-Preis würde ja heißen, Sprit kriegt mehr ab, weil Preissignale sonst da nicht ankommen und die Energiewirtschaft kriegt die Preissignale von ab, da ist der CO2-Preis ein bisschen geringer. Ist das sinnvoll und wenn ja, wie lange? Ja, ich war ja auch bei der Leopoldiner Stellungnahme dabei. Ich bin also auch Fraktion einheitlicher CO2-Preis möglichst europaweit und sektorenübergreifend. Und ich glaube, es ist so, dass wir das als Leitinstrument denken müssen und zwar aus folgendem Grund. Wir brauchen wirklich Tempo und berechenbare Regulatorik-Rahmenbedingungen, die auch vorhersehbar sind für die Industrie, wird massive Investitionen auslösen. Es ist so, dass wir natürlich eine große regulatorische Unsicherheit aktuell haben. Und die CO2-Bepreisung, vor allen Dingen, wenn wir das auf europäischer Ebene jetzt auch schaffen, voranzutreiben, gibt uns die Möglichkeit, ein berechenbares Instrument, das auch zwar nicht berechenbar ansteigt, in dem Sinne, dass man immer weiß, wo ist der Preis, zu welchem Zeitpunkt, weil das ist ja erstmal eine Mengensteuerung. Aber es gibt eine Berechenbarkeit, das heißt, die Industrie weiß, da ist ein Kostenfaktor, der beeinflusst die Attraktivität meiner Investitionen. Und das brauchen wir dringend. Wir haben aktuell zwischen öffentlichen und privaten Investitionen das Verhältnis 1 zu 8, also viel mehr Investitionen kommen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich und da müssen wir massive Anreize setzen. Da muss auch noch viel mehr passieren. Aktuell haben wir ja das Problem, dass nach der Corona-Krise auch oft gesagt wird, da ist gar nicht mehr genug Spielraum, um Investitionen zu tätigen, aber gerade jetzt brauchen wir sie. Das ist eine große Investitionslücke und solche Tools wie der CO2-Preis führen dazu, dass eben diese Investitionen ausgelöst werden und zwar jetzt. Das ist viel effektiver als Förderung, weil bei Förderung muss ich erst mal das Programm ausschreiben, dann müssen Gelder beantragt werden, dann muss das zugewiesen werden und so weiter. Und dann passiert was. Wenn die Unternehmen wissen,
CO2-Emissionen werden teurer, dann passiert relativ viel unmittelbar. Die können nämlich viel schneller entscheiden als der Staat. Und dieses Potenzial müssen wir nutzen. Und deswegen würde ich denken, ist es sinnvoll, da sehr klare Signale zu setzen. Das heißt nicht, dass wir nicht über den CO2-Preis hinaus Maßnahmen brauchen. Und die haben wir auch relativ klar aufgeführt. Die sind auch im Stellungnahmen des Sachverständigenrats aufgeführt. Aber es ist ein ganz zentrales Instrument, das viel in der Privatwirtschaft bewegen kann, weil es einfach Klarheit schafft. Wo läuft denn der Hase lang? Und Klarheit schafft, dass Geschäftsmodelle, die nicht auf den Klimaschutz einzahlen, auf Dauer eben nicht mehr tragfähig sind. Und das führt auch dazu, dass die Geschäftsmodelle und die Portfolios der Unternehmen hinterfragt werden und neu ausgerichtet werden. Herr Heusgen, aus der Sicht der Wirtschaft, ist der CO2-Preis die Leitplanke und was brauchen wir noch dazu an Regulierung? Der CO2-Preis ist meines Erachtens die zentrale Säule. Und Verzeihung, Herr Schemm, ich gehöre auch zur Damenfraktion hier für einen einheitlichen CO2-Preis. Als damals die Diskussion losging, welchen CO2-Preis machen wir zum Start, und dann haben die Grünen durchgesetzt, dass der Einstiegspreis von ganz mickrig auf niedrig erhöht wurde. Da haben wir vom VDMA aus eine Studie vorgelegt, wo wir einen Einstiegspreis von 110 Euro gefordert haben. Ich glaube, das war damals einzigartig in der Höhe. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die kleinteilige Regulatorik und Abgabenpolitik, die wir in ganz vielen Bereichen haben, damit ersetzt wird. Zum Beispiel die EEG-Umlage. Und so sehe ich das auch heute. Wenn wir das tun, was Frau Grimm zu Recht fordert, dann wird das nur funktionieren, wenn wir bereit sind, auf die kleinteilige, verbotsorientierte Regulatorik in ganz, ganz vielen Bereichen zu verzichten. Denn eines wird die Wirtschaft nicht tragen können, einen höheren CO2-Preis plus die verbotsorientierte Regulatorik, die wir im Augenblick haben und die im Augenblick auch Hochsaison hat in vielen Parteiprogrammen. Welche Verbote meinen Sie damit? Bitte? Welche Verbote meinen Sie damit? Ein bisschen konkreter. Man könnte jetzt mit Euro 7 anfangen, um mal auf den Verkehrssektor rüberzugehen und nicht immer im Energiesektor zu bleiben. Es geht um die Frage, inwieweit wird die batteriegetriebene Elektromobilität zum Beispiel als die einzige Technologie im Pkw-Bereich forcieren. Es ist die Frage, ob wir Carbon Capture and Storage zulassen wollen. Das ist übrigens eine tolle Sache. Ja? Carbon Capture and Storage, vor ungefähr 6 oder 7 Jahren wurde in Deutschland gesagt, oh, ganz gefährlich, wollen wir nicht weg damit mit dieser Technik. So, jetzt wird der Leidensdruck höher und auf einmal bekommt die Carbon Capture and Storage eine Renaissance. Sie bekommt zu Recht eine Renaissance, aber es ist schade, dass wir sie 6, 7 Jahre weggedrückt haben und auch nicht daran gearbeitet worden ist bei uns. Ja. Und so gibt es eben eine ganze Reihe von Bereichen, wo wir im kleinteiligen Bereich glauben, Technologieoffenheit regulieren zu müssen, unternehmerische Konzepte regulieren zu müssen. Und das ist ganz, ganz jammerschade. Die technologischen Möglichkeiten sind da und glauben Sie mir, die Industrie und all die Menschen, die dort arbeiten, die wollen genauso Klimaschutz wie die Politik. Vielleicht, wenn ich. Ja, Herr Schemmel, Sie hatten vorher gesagt, vielleicht kriegen wir ein bisschen eine Kontroverse, da würde ich deswegen kurz gleich drauf einsteigen wollen. Ich habe ja auch nicht gesagt, CO2-Preis ist schlecht, sondern würde ich genauso sehen wie Sie, das muss eine Leitplanke, muss ein Leitgedanke sein. Es geht um die Frage, wie organisiert man den in welchen Sektoren? Und nehmen wir das Beispiel, was Sie sagten, Herr Ehring, vom Benzin, wenn wir einen CO2-Preis ansetzen, der am Top-Ende von dem ist, was im gegenwärtigen Brennstoffemissionshandelsgesetz für 2026 fortfolgende vorgesehen ist, 65 Euro pro Tonne CO2, dann landen wir bei ungefähr 16 Cent pro Liter. Das ist mehr oder weniger die Volatilität, die Sie vor und nach Ostern haben. Also hat das Steuerungswirkung? Nein. Das heißt, wir werden neben dem Preis, genau wie Frau Grimm das sagte, weitere Elemente brauchen. Wenn ich im Sanierungsbereich, Gebäudebereich, das sind ja zwei große Problemfelder, Verkehr, Gebäude, wenn ich da gucke, dann hilft mir der Preis alleine noch nicht, dass ich die 100.000 Handwerker habe, die wir mehr brauchen in bestimmten Gewerken, damit ich überhaupt die Sanierung hinkriege von der Rate, wo wir jetzt sind, bei 1% auf 1,6%, wo wir eigentlich hin müssten bis 2030. Das heißt auch da, und das hat dann nichts mit Verboten zu tun, da müssen wir gucken, wie schaffen wir das eigentlich, dass wir diese Herausforderung auch der Umorganisation im Arbeitsmarkt, es wird Branchen geben, wo man weniger Leute brauchen wird, der Bundespräsident sprach das an, es wird Branchen geben, die neu aufkommen oder die mehr Leute brauchen, wie wir das organisieren. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt noch eine Aufgabe, wo ich zumindest bis jetzt noch keine richtig überzeugenden Antworten gehört habe. Aber jetzt noch mal konkret, bei Autos auf die Elektromobilität zu setzen, solche Weichenstellungen, unterstützen Sie das oder finden Sie, das geht zu weit? Ich würde sagen, ja, man muss eine Technologieoffenheit für eine ganze Zeit haben, aber irgendwann ist der Stein gefallen.
Und das ist bei Elektromobilität der Fall. Es hilft nicht viel, wenn wir sagen, Wasserstoffmobilität, wenn wir dann sagen würden, das macht Sinn. Ökonomisch würde ich sagen, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Dafür wird Wasserstoff viel zu teuer sein, als den in einen kleinen Tank zu packen. Wenn wir das machen würden, dann sind wir eine Exportnation. Wenn die Chinesen keine Wasserstoffinfrastruktur für PKWs aufbauen, dann haben wir von unseren Wasserstoffautos nicht viel in ökonomischer Hinsicht. Und in der Hinsicht würde ich sagen, Elektromobilität, ja, der Schuss ist gefallen und insofern sollten wir gut daran tun, aufzuholen. Braucht man dann Verbote? Also ich würde da widersprechen. Ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Ich glaube, wir brauchen eine Lösung für den Schwerlastverkehr. Da ist lange diskutiert worden, ob wir da Oberleitungen wollen. Das war aber auch immer so ein bisschen unheimlich unattraktiv, das europäisch zu koordinieren, was man ja machen müsste, ist extrem schwierig und wenig erfolgsversprechend. Und da ist Wasserstoff natürlich attraktiv. Wenn wir gleichzeitig dann Infrastruktur aufbauen, dann können wir die vielleicht auch für den Pkw-Verkehr zur Verfügung stellen. Und man muss auch immer die industriepolitischen Chancen sehen. Es ist ja so, dass unsere Automobilindustrie, die Zulieferindustrie auch sehr stark auf diese Technologien setzt und eine große Expertise hat. Und dass wir uns da komplett aus dem Spiel nehmen sollten, weil wir jetzt die erste Million Batteriefahrzeuge verkauft haben. 2030 werden es 10 Millionen sein von 47 Millionen Fahrzeugen, vielleicht 14. Da ist noch vieles offen. Und man muss eben auch denken, dass diese typischen Effizienzvergleiche, wie viel kommt denn von der Energie im Auto an? Die darf man nicht machen, wenn man das an den Strom aus dem gleichen Windrad denkt. Den Wasserstoff werden wir auf Dauer umfangreich importieren. Und dann fragt sich eben, wie viel importieren wir und wie viel davon nutzen wir in welchem Sektor? Und das kann durchaus auch in der Mobilität passieren. Also ich würde da eben noch Technologie offen denken und glaube, dass wir eher mutiger sein sollten, als gleich zu sehr zuzumachen, weil wir natürlich auch industriepolitische Chancen heben können, weil wir doch schneller Emissionen reduzieren können und weil die Gefahr, das Ziel zu verfehlen, also nicht schnell genug Emissionen zu reduzieren, ist viel größer, als wenn wir jetzt ein bisschen zu viel in Infrastruktur für die Mobilität investieren. Also ich würde da die Rechnung einfach andersrum aufmachen. Das ist ja auch ein Henne-Ei-Problem, Herr Schemmel, wenn ich das so sagen darf. Die Argumentation, der Wasserstoff ist so teuer, hängt natürlich davon ab, wie schnell ich Wasserstoff industriell skaliere. Mhm. So, und wir wissen, grüner Wasserstoff braucht grüne Energie und damit sind wir schon über der Grenze, denn so viel grüne Energie, dass wir all den grünen Wasserstoff günstig herbringen, werden wir nicht schaffen. Also brauchen wir internationale Energiepartnerschaften, ob das jetzt mit Kanada oder mit Marokko ist, wären wir lieber als Saudi-Arabien, aber jetzt will ich mal hier kein vorschnelles Urteil fällen. Auf jeden Fall brauchen wir internationale Energiepartnerschaften und wenn man dann die Möglichkeit gibt, Wasserstoff zu skalieren, dann kann er sehr, sehr günstig werden. Ja, und deswegen ärgere ich mich im Augenblick so ein bisschen, das war glaube ich auch Frau Baerbock, die ich dich zurzeit oft positiv zitiere, an der Stelle nicht so positiv, Wasserstoff ist Champagner, das ist natürlich Blödsinn. Ja? Wir müssen dafür sorgen, dass Wasserstoff Wasser wird, in Anführungsstrichen, und nicht Champagner bleibt. Und es geht natürlich nur über Skalierung, das ist das eine. Und das andere ist, jetzt denken wir schon wieder so irre deutsch. Ja, wir müssen die Frage zum Beispiel Elektroauto, batteriegetriebenes Elektroauto versus zum Beispiel einen kleinen Dieselmotor oder einen Dreizylinder-Benziner auch mal im europäischen oder internationalen Kontext denken. Und dann kommen wir im Übrigen auch zu einer sozialen Frage. Mein Lieblingsbeispiel sind zwei europäische Autos, der Dacia Sandero, ein Mini-SUV mit einem Dieselmotor, der kostet 9.000 Euro, Dieselnorm Euro 6b. Ja, oder ein Fiat 500 Elektro, superklasse Auto, ich weiß das, ich fahre einen, ich sage das gerne, machen wir Werbung hier für ein schönes italienisches Auto. Das kostet in der Basisausstattung 24.000 Euro, wenn Sie ein paar Sachen drauf haben, haben Sie 35.000 Euro, kriegen Sie 9.000 Euro Förderung, sind Sie bei 26.000 Euro versus 9.000 Euro für ein Auto, das deutlich kleiner ist. So, und wenn Sie jetzt in Bulgarien sitzen oder in Rumänien, dann ist eben der Fiat Cinquecento Elektro keine Alternative. Und ich glaube, auch das muss man sehen, dass wir nicht mehr aus dieser deutschen Perspektive herausschauen und die Marktstudien, wo werden Elektroautos verkauft, die zeigen, dass sie derzeit in den Wohlstandsvierteln der Großstädte vor allem verkauft werden. Auch das bitte ich zu bedenken. Ja. Frau Andrea hat die ganze Zeit gewartet und wollte was dazu sagen. Ich würde gerne vom Auto noch mal weg und zum Wasserstoff, wenn ich darf. Mhm. Weil dieses Thema rund um den Champagner, das ist ja quasi so das Buzzword geworden, in sämtlichen Diskussionen gehört man zur Champagner-Fraktion oder zur Wasserfraktion. Sie sind beim Wasser. Ja, ich jetzt gerade sowieso. Als frankophiler Mensch wehre ich mich gegen das Verunglimpfen von Champagner an dieser Stelle. Das verstehe ich gut. Aber was mich da umtreibt, das eine ist, ich kann nachvollziehen, ich kenne die Untersuchungen vom Öko-Institut und auch dieser Überlegung,
Wir sind ja in einer Glaskugel und wir haben im Augenblick, das hatten Sie am Anfang gesagt, auch im Vorwort kam das, wir haben im Augenblick, stehen wir vor einer Dekade von Investitionszyklen und wo gehen die jetzt hin? Ja, im Rahmen dieses Wissens um die Glaskugel, gehen die jetzt in Wasserstoff-ready in der Hoffnung, sie kriegen irgendwann was oder gehen sie in irgendeine strombasierte Variante? Und das kann ich nachvollziehen, ich glaube aber, dass der Schluss falsch ist. Und zwar aus einer Empirie von meinen letzten Wochen und Monaten und ich vermute, das geht allen ähnlich. Ich habe noch nie so eine flirrende Situation erlebt rund um einen neuen Energieträger, wie ich es im Augenblick bei Wasserstoff erlebe. Vielleicht vor 20 Jahren, als die Solarindustrie mal geboomt hat. Da war eine ähnliche Situation. Ich habe wöchentlich Diskussionen, Eröffnungen, Präsentationen rund um das Thema, nicht abstrakt Wasserstoff, sondern um konkrete Projekte, die anfangen umzurüsten, sich da zu überlegen, wie kriegen wir das hoch. Ich halte die Strategie der Bundesregierung im Moment für falsch, bei dieser Wasserstoff Technologie zu klein zu werden, was die Frage von, machen wir das mit nationalem Strom oder importieren wir Strom? Also klimapolitisch kann ich ja nachvollziehen, was da dahinter ist. Ich glaube nur, wir müssen die Wasserstofftechnologie als eine zutiefst industriepolitische verstehen, weil das, was wir können, ist das Know-how beim Aufbau einer Industrie, die dann auch weltweit einen echten Nutzen bringen kann, fürs Klima einen echten Nutzen bringen kann. Und es hat natürlich zur Folge, und da bin ich sehr froh, dass rund um das Thema blauer Wasserstoff eine gewisse Entspannung eingetreten ist. Schwierig genug wird es. Das hat nämlich ganz viel mit NIMBY zu tun, weil wir uns im Augenblick vorstellen, dass CCS in der Ukraine und in Norwegen stattfindet. Ja? Weil bei uns um die Ecke, da wollen wir es dann ja auch nicht haben. Aber so dieses Flirrende rund um das Thema Wasserstoff würde ich nicht klein machen über die Frage, mit diesem Ausdruck Champagner. Als die Erneuerbaren auf den Weg gekommen sind, hat man gesagt, die schaffen so 4% Strom. 4. Und wir sind heute bei 50. Wir haben Preisdegressionen, die haben in sämtlichen Studien haben die sich nicht bewahrheitet, weil sie sich nicht bewahrheiten konnten, weil wir Lerneffekte, Skalierungen, disruptive Entwicklungen nicht vorhersehen können. Und ich würde mir wünschen, dass wir um das Wissen der Schwierigkeit der Glaskugel und der Investitionsentscheidung trotzdem mehr Schwung in diese Wasserstoffdebatte reinnehmen und sie europäisch verstehen. Das, was jetzt gerade angelegt ist mit, wir machen aber 85% mit deutschem Strom und 15% kommt aus dem Ausland, hat eine Perspektive, die mit meinem europäischen Energiebinnenmarkt gar nichts mehr zu tun hat. Und da würde ich mir auch also von allen Akteuren einfach den notwendigen Schwung und Mut wünschen. Vielleicht einmal kurz zu diesem Punkt des Planens. Ja. Das halte ich für ganz wichtig, weil wir uns noch viel zu oft, und das ist vielleicht auch besonders deutsch, so das ganze Ding vorstellen, dass man eben jetzt den Schalter umlegt und dann hat man einen Plan und dann geht es Schritt für Schritt. Aber wir sind ja schon in der Klima- und Umweltkrise, in der Naturschutzkrise. Und wir müssen uns diesen Weg einfach von vornherein als furchtbar holperig vorstellen, weil diese Impulse, die es die ganze Zeit geben wird, und die Pandemie gehört dazu, die erlaubt kein ruhiges Plan. Zwei, drei mehr Dürresommer, dann ist es eine völlig andere Situation, welche Energie, die wir jetzt nutzen, überhaupt noch funktioniert, wenn die Flüsse gar nicht mehr befahrbar sind. Und dieses Bewusstsein, dass es also weniger darum geht, jetzt genau so eine Planwirtschaft sich vorzuschreiben, sondern es geht darum, eine Art des Entscheidens und der Zusammenarbeit zu bauen, die einen resilient macht in einer wahnwitzigen Dynamik auf der ganzen Welt, zu Teilen von uns Menschen gemacht, aber zu zunehmenden Teilen von der Natur gemacht. Das ist, glaube ich, immer noch das, was helfen würde, wenn man sich darauf einigen könnte, dass es nicht möglich ist zu sagen, so und so viele E-Mobilitätsautos werden von dem und dem genau dann gekauft und gefahren und so machen wir das jetzt, sondern die Frage ist, wie geht Zukunft, wenn sie nicht mehr planbar ist? Und ich sage noch ein Beispiel, wo mir das immer wieder so vor Augen geführt wird, wo wir stehen. Wir haben den Arktischen Rat, wo sich alle Anrainernationen und viele Beobachter treffen. Dort sitzen wir. Das ist der einzige politische Rat, den ich kenne, wo die indigenen Völker, und es sind viele noch in der Arktis, mit am Tisch sitzen. Und da sitzen First Nations mit einer ganz langen Tradition des Wissens, die sagen, nichts mehr von dem, was wir wissen, hat noch mit dem zu tun, wie wir leben, was da draußen los ist. Nichts ist mehr gleich, nicht der Schnee, nicht das Eis, nicht der Boden, nicht der Himmel, nichts. Das einzige Wissen, das wir haben, ist, wenn es so ist, dann zählt nur ein Wissen und das ist das Wissen, was mindestens 7 Generationen im Voraus denkt. Und das bedeutet für uns alle und das bedeutet auch für die Wissenschaft, muss ich an der Stelle sagen, anders zu arbeiten, anders zusammenzuarbeiten, anders zu denken, andere Partnerschaften wahrzunehmen, überhaupt diese neuen Allianzen, dass es mir mittlerweile leichter fällt, ein Forschungspapier zum Beispiel direkt mit Industrie zusammenzuschreiben, weil dieses Zusammenwachsen in Richtung Zukunft schon viel klarer dort ist, was es braucht, als mit vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. Das sind neue Allianzen, die uns weiterhelfen und ich
hoffe, es gelingt uns, das auch in der Bevölkerung klar zu haben, dass es nicht nach Plan geht, dass man loslassen muss in der Hoffnung, alles geht so jetzt systematisch voran, sondern dass wir, Krise bedeutet eben, es holpert fundamental. Würde ich Herrn Schimmel noch gerne das Wort setzen. Danke, ja. Ein bisschen mehr Regulierung oder ein bisschen mehr Planung, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, das hatte ich so nicht gesagt. Ich würde auch gerne auf die Wasserstofffrage nochmal eingehen. Weder wir als Öko-Institut noch ich würden sagen, Wasserstoff hat kein Potenzial oder nur ein ganz geringes. Wir sind auch die, die mit am frühesten gesagt haben, das können wir gar nicht alles in Deutschland herstellen, sondern da werden wir wahrscheinlich irgendwas zwischen 50% und 80% importieren müssen. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich denke, ja, Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen. Es wird die vierte Säule der Energiewende sein müssen und wir brauchen es für die Industrie. Da gibt es viele, viele Sachen, wo wir gar nicht ohne Wasserstoff können. Aber wenn wir das dann alles importieren und ich komme aus der Entwicklungszusammenarbeit und dann gucke ich zurück und sehe erste Generation Biofuels, da haben wir uns ein bisschen verschätzt, was da entstehen wird, wenn wir das fördern und Biofuels bei uns beimischen wollen. Mit richtig schlimmen Biodiversitäts- und Klima-Impact. Dann haben wir Desertec gehabt, da haben wir uns auch ein bisschen verschätzt, was so die Begeisterung der Partnerländer angehen würde, dass sie das alle eigentlich gleich ganz gut finden. Jetzt haben wir Wasserstoff und sagen, das muss auch aus Ländern, die ein hohes erneuerbare Energienpotenzial haben, kommen. Und wir haben sicherlich gelernt, aber unser Track Record ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, das wird alles super effizient, super schnell, unproblematisch gehen. Und wenn wir bei E-Mobilität reden, und das war ja mein einziger Punkt, wo ich gesagt habe, da sehe ich Wasserstoff bei Pkw nicht, dann haben wir das Problem, dass wir da einfach zu viel Zeit verlieren, bis dieser Hochlauf gelaufen ist. Weil dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. In der Zeit können wir viel, viel schneller sehr viele E-Pkws auf die Straße bringen und damit schneller Emissionsreduktionen erreichen. Und Sie sagten, Geschwindigkeit ist key, damit wir da hinkommen. Im Prinzip sind wir jetzt ja auf dem richtigen Weg. Es geht darum, das eine zu tun oder das andere zu lassen. Und das, was Sie gesagt haben, kann ich vielleicht auch so formulieren, wir müssen Möglichkeitsräume öffnen. Genau. Wir müssen Möglichkeitsräume öffnen und nicht Möglichkeitsräume schließen. Und das ist mein großer Appell. Und die Tatsache, dass Desertec Generation 1 gescheitert ist, ist ein ganz starkes Argument für Desertec Generation 3, weil wir eben jetzt die Lernkurve runtergekommen sind. Wir wissen jetzt sehr viel besser, wie es läuft. Und ich bin einer, der immer dafür plädiert, dass wir den nordafrikanischen Küstengürtel anbinden und einbinden. Und mit dem Wasserstoff haben wir jetzt die Chance, da drüben ein Wirtschaftsmodell zu schaffen, das Europa dient, das den Menschen dort dient und das Fluchtursachen beseitigt. Und da bin ich ganz vorsichtig mit der Argumentation, Desertec ist ja damals gescheitert, Vorsicht, jetzt machen wir das nochmal. Nein, ich glaube, das ist das Argument, jetzt machen wir es erst recht. Ja, jetzt machen wir es erst recht mit den Marokkanern und dann auch noch mit den Tunesiern und mit den Algeriern. Deshalb machen wir auch ein Projekt zur nachhaltigen Wasserstoffgenerierung, denn da muss man vor Ort auch die Wassereffekte und also wenn wir die Wahl haben zwischen russischem Gas und marokkanischem Wasserstoff, da entscheide ich mich sofort. Und wir haben ja auch andere Möglichkeiten des Transports. Ne? Damals war es ja vorgesehen, per Stromleitung dann den Strom hierher zu transportieren und das Schiff, Hafenanlagen und all die Möglichkeiten, mit Hilfe von Wasserstoffträgern, Wasserstoff zu transportieren. Es gibt ja schon ganz andere Möglichkeiten. Wir importieren heute ja auch 70% unseres Primärenergiebedarfs und man muss sich überlegen, was machen wir denn damit? Das sind heute fossile Energieträger und auf Dauer müssen wir eben das substituieren. Wir werden das garantiert nicht alles substituieren, dadurch, dass wir unsere Stromversorgung hier ausbauen. Wir werden weiterhin Importeur bleiben und dann fragt sich, woher kommt das? Und jetzt haben wir eigentlich die Chance, eben zu diversifizieren. Wir haben Abhängigkeiten von Gas, Öl und wir können diversifizieren und können jetzt eben mit Regionen Partnerschaften eingehen, die erneuerbare Energieträger für uns verfügbar machen, aus Regionen weit entfernt. Und das ist natürlich eine große Chance, wobei ich jetzt sagen würde, wir müssen uns auch ganz, ganz klar um unsere Partnerschaften, um unsere Gashandelspartnerschaften kümmern. Und das sind auch sehr unangenehme Themen, die sind schwer zu diskutieren. Das führt in die Richtung blauer Wasserstoff und man muss da immer Chancen und Risiken auch zusammendenken. Blauer Wasserstoff kann eine Möglichkeit bieten, unsere Gashandelsbeziehungen zu transformieren, sodass dann dieses Gas nicht anderen verkauft wird und eben wir dem Klimaschutz eigentlich einen Bärendienst leisten, indem wir das sogenannte Green Paradox provozieren, dass nämlich wir Handelsbeziehungen zurückfahren, aber das Gas dann woanders Wachstum befeuert. Das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen eigentlich schnell technologischen Fortschritt erreichen. Und das können wir eben erreichen, indem wir auch dieses Gas zur Grundlage von blauem Wasserstoff machen, dadurch auch Technologien vielleicht eben auch in der Mobilität schneller skalieren und dadurch aber schneller auch Technologien zur Verfügung haben, die weltweit Klimaschutz ermöglichen. Also man muss auch denken, dass wir ja auch ermöglicher sind mit unserer Technologiekompetenz, um weltweit Klimaschutz zu ermöglichen. Und das nicht zu bedenken, halte ich auch für fatal, weil das Klima schützen wir nur global. Und das bedeutet, wir brauchen unsere Energie
aus dem Ausland als Energieimporteur, aber wir müssen unsere Technologien auch ready machen und zur Verfügung stellen im Ausland. Unsere Industrie ist massiv Exportindustrie, orientiert im Maschinenbau, in der Automobil-, in der Zulieferindustrie. Und wir wollen ja auch Anschlussmodelle haben für die Güter, die da jetzt exportiert sind. Das sind ja alles, zum großen Teil sind das ja auch Güter, die auf fossilen Geschäftsmodellen beruhen. Ja, das funktioniert ja auf Dauer nicht mehr. Was sind denn die nachfolgenden Modelle? Und da müssen wir schauen, dass wir eben in der ganzen Breite eigentlich Technologien entwickeln, zur Verfügung stellen und nicht zu sehr denken, was machen wir denn bei uns in Deutschland, wie machen wir das denn, was passt den Leuten denn gut, was ist hier am günstigsten. Das wird nicht das sein, was die Industrie ausschließlich dann bereitstellen muss, sondern ich glaube, sie zielen da auch auf internationale Märkte ab. Ja. Nicht hinzuzufügen. Ich würde gerne jetzt auch noch mal auf den Strom zu sprechen kommen. Wir brauchen viel mehr Strom, ja. Wahrscheinlich auch mehr Strom, als das die aktuellen Prognosen aus dem Bundeswirtschaftsministerium vorsehen. Und wir brauchen den Strom unterbrechungsfrei und sicher, wollen dabei die Atomkraftwerke jetzt ziemlich sofort abschalten. Die Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke möglichst schnell, sind wir uns wahrscheinlich einig. Und dann haben wir noch ein paar Gaskraftwerke und basteln an Batterien und anderen Speicherlösungen. Wie soll das konkret laufen, dass der Strom immer fließt, auch im Winter, wenn die Sonne tagelang nicht scheint und gerade mal Windstille ist in größeren Teilen Europas? Ja. Also wir haben im Augenblick ein Szenario vom Bundeswirtschaftsministerium 585 Terawattstunden. Das ist das, was unsere Stromnachfrage ist, wobei das Wirtschaftsministerium angedeutet hat, dass sie vielleicht noch mal drüber nachdenkt, ob diese Zahl etwas zu gering ist. Aus unserer Sicht ist sie deutlich zu gering. Wir reden ungefähr von 700. Und auch da ist so ein bisschen natürlich ein so über den Daumen, ne? Weil wir müssen ja nur gucken, wie ist unser Strombedarf gewesen, plus die Elektromobilität. Also die berühmte Sektorkopplung heißt ja nichts anderes, als dass ich andere Sektoren über den Strom organisiere. Und die Elektromobilität steht und fällt natürlich mit der Frage Strom. Und es wäre ja schön, wenn es erneuerbarer Strom ist und nicht Kohlestrom, sonst ist ja nichts gewonnen. Die Wasserstofffrage hat am Ende auch ein Windrad davor, sonst wird es kein grüner Wasserstoff. Also werden wir ausbauen müssen, ausbauen müssen, ausbauen müssen. Und da gibt es mehrere große Faktoren. Offshore ist ein großes Thema, wobei mit erheblichen Friktionen, die sich im Natur- und Umweltbereich finden, im Übrigen auch großen Friktionen mit der Militärseite, weil die viel Fläche in Anspruch nimmt und da wird man mal drüber reden müssen. Wir haben ein Riesenproblem im Wind-Onshore-Bereich. Da gibt es große Diskussionen zwischen der Energiebranche und den Naturschutzverbänden. Wie tarieren wir hier eigentlich verschiedene Interessen aus? Und wir haben bei PV eine Bevölkerung, die Sonne ganz toll findet, aber irgendwie es noch nicht geschafft hat, die Paneele aufs Dach zu bekommen. Ausbauziele hoch, Förderung hoch, aber natürlich auch die Nutzung, den Prosumer-Gedanken, dass der Mensch hat die Solarpaneele auf dem Dach, unten einen kleinen Speicher, dass ich an der Stelle auch tatsächlich intelligent nutzen kann, aber eben auch noch einspeisen. Hört sich einfach an, ist unglaublich schwierig, weil das Schwierigste an dem Ganzen ist, das Zeug muss ja von A nach B. Wir haben immer den Fehler gemacht, dass wir über Erzeugung gesprochen haben und über Nachfrage. Das hat dann noch den schönen Begriff Flexibilitäten, finde ich ganz großartig. Ja, aber am Ende vom Tag ist natürlich Nachfrage. So. Wie kommt es von A nach B? Und dazwischen ist ein Netz. Da haben wir dann zum einen eine Bevölkerung, die sagt, so haben wir irgendwie nicht gewettet, weil das sind nicht ganz kleine, feine Netze, sondern es sind teilweise auch ganz große Übertragungsnetze, die müssen halt nun mal sein. Aber das Schwierige ist eigentlich, wie halte ich die Spannung im Netz? Ich muss ja immer gucken, dass diese ganz viele immer dezentralere Erzeugung und die immer dezentralere Nachfrage am Ende mir das Netz stabil hält und nicht durchkracht. Das ist nämlich auch nicht trivial, wenn in Rumänien, das war vor ein paar Monaten der Fall, für eine Stunde wir eine Absackung haben um 1,2, glaube ich, also minimal, ne? Das hat europaweite Auswirkungen, da gehen hier alle Alarmglocken an. Und das ist aber, und jetzt will ich das aber gar nicht schwierig machen, sondern worauf ich raus will, ist, eigentlich ist es ein gigantisches Zukunftsprojekt, vor dem wir hier stehen. Ja, da passiert ja auch unheimlich viel. All das, was ich jetzt beschrieben habe, auf der Erzeugungsseite, im Bereich Wärmepumpen, Elektromobilität, das Netz dazwischen, die Fachkräfte, die wir dafür brauchen und händeringend suchen, ja, das ist natürlich auch eine Wertschöpfungsbasis für unsere Volkswirtschaft. Ja, wir reden da ja nicht über nur ganz schwierige Sachen, sondern wir reden über Zukunftstechnologien und Zukunftsindustrien. Aber Ende vom Lied, ohne den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, und massiv bedeutet massiv, wird es nicht funktionieren. Und am Ende, wenn ich das richtig verstehe, ist
Speicher, Stromspeicher und wenn die alle sind, grüner Wasserstoff. Naja, also Speicher ist total wichtig und das ist ja das große, große zusätzliche Momentum rund um den Wasserstoff. Er ist nämlich in der Lage zu speichern und deswegen haben wir viele Möglichkeiten. Im Augenblick gibt es ja diese absurde Situation, dass wenn zu viel Wind bläst, dann müssen sie die Windräder abschalten. Ja? Das ist sehr schade und kann sich jeder vorstellen, dass es erstens nicht effizient ist und zweitens eine Bevölkerung auch irritiert. Warum wollt ihr den nächsten Windpark bauen? Der ist doch ständig abgeschaltet. Das berühmte Nutzen statt Abregeln bedeutet eben, wie können wir diesen erzeugten Strom aufgreifen, aber wenn ihn halt gerade keiner braucht, speichern. Das heißt, das Thema Speichertechnologien, kommen dann Sie ins Spiel, ist natürlich gigantisch, aber eben auch der Träger als solcher und das ist Wasserstoff und deswegen wird er da, also auch Wasserstoff und deswegen spielt das alles insgesamt eine Rolle. Aber vielleicht ist das Ganze auch einfach alternativenlos. Wenn man das sich so anhört, je länger man zuhört, umso mehr denkt man, das geht alles nicht, weil da sind diese 35.000 kleinen Stolpersteine auf dem Weg gebaut und die Zukunft kommt gar nicht. Ne? Und das ist ja gerade nicht der Fall, sondern das ist eben eine Transformation. Und man muss damit leben, dass das halt ein paar Mal neu probiert und experimentiert werden muss. Die Alternative des einfach so Weitermachens existiert natürlich eben überhaupt gar nicht. Das, glaube ich, muss noch viel stärker klar gemacht werden. Ja, und man muss auch die Industrie eben in ihrer Vielfalt laufen lassen. Ne? Weil diese 35.000 Stolpersteine sind vielleicht auch 35.000 kleine Akteure, die verteilt einfach nach Lösungen suchen und neun finden keine und einer findet eine. Und darauf muss man auch, glaube ich, vertrauen. Das hat auch unseren wirtschaftlichen Erfolg in der Vergangenheit ausgemacht, dass wir einfach die Möglichkeiten von Marktwirtschaften, von sozialen Marktwirtschaften auch genutzt haben. Und da müssen wir mehr drauf vertrauen. Wir versuchen eigentlich zu viel zu planen, zu viel vorauszusehen, zu viel zu bestimmen. Und wenn man mit der Industrie und auch mit vielen kleinen Unternehmen spricht, dann sind da ganz viele Lösungen, denen wir einfach möglich machen müssen, groß zu werden, Innovationen auch zu skalieren. Und da ist auch eine große Herausforderung, glaube ich, nochmal enthalten, weil wir haben viel weniger Wagniskapital, wir haben viel weniger aktive Beteiligungen in Europa im Vergleich zu Amerika. Und gerade diese Frage der Finanzmärkte, wie schaffen wir es, genügend Kapital herzubekommen, damit diese Investitionen auch in Europa oder in Deutschland skalieren. Das wird eine ganz große Herausforderung werden, die wir auch anpacken müssen. Wir reden viel über die Realwirtschaft, über Rahmenbedingungen, über Regulierung, aber gerade im Finanzmarktbereich ist auch noch viel zu tun und noch viel zu schärfen. Ich finde das auch wichtig. Ich möchte nochmal einen Appell sozusagen an das Vertrauen der großen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen ineinander. Das Vertrauen von der Wirtschaft in die Politik, aber auch das Vertrauen der Politik in die Wirtschaft. Also die großen gesellschaftlichen Gruppen, ich glaube, dass das übrigens immer ein spezifisch deutscher positiver Standortfaktor war, dass es uns am Ende des Tages immer wieder gelungen ist, dass unterschiedliche gesellschaftliche Perspektiven, ich nehme jetzt mal das Thema Mitbestimmung, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sich am Ende des Tages zusammengefunden haben zu effizienten Lösungen. Und auf diese Stärke sollten wir aufbauen und deswegen ist die Polarisierung der Diskussion an manchen Ecken, jetzt komme ich wieder auf die Sache mit dem Benzinpreis aktuell zu sprechen, die finde ich wirklich einmal schade. Es ist ein Möglichkeitsraum mit Stolpersteinen. So, und an dem Stolperstein wird sich der ein oder andere auch mal die Nase blutig schlagen und auch damit müssen wir leben. Jawohl, es wird Unternehmen und Teilsegmente geben, die wird es tatsächlich nicht mehr geben. Ja, und die können wir dann aber auch nicht über Jahre oder Jahrzehnte irgendwie durchfüttern, sondern dann gibt es sie eben nicht mehr. Ja, das ist auch eine Form von schumpeterscher kreativer Zerstörung, für die wir, glaube ich, auch mal eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz brauchen, auch eine gesellschaftliche Akzeptanz für Scheitern. Und richtig ist, dass bei uns eben der Wagniskapitalmarkt unterausgeprägt ist. Richtig ist aber auch, dass wir eine einzigartige Industriestruktur haben, die eben von den großen leistungsfähigen Konzernen über die vielen, vielen flexiblen, innovativen Mittelständen mittlerweile doch auch bis zu einer vor allem forschungsindizierten, sehr, sehr spannenden Startup-Welt gehen. Und ich will da auch mal eine Lanze für die Konzerne brechen. Jetzt vor ein, zwei Tagen hat man gelesen, dass Bosch die Chipfabrik in Dresden eröffnet hat, 1 Milliarde Investment, übrigens mit 220 Millionen Euro durch die EU gefördert. Also hier auch mal ein ganz konkreter EU-Nutzen, auch das sage ich immer gerne, weil die EU manchmal auch ein bisschen schlecht wegkommt bei dem Thema. Die Konzerne leisten wir uns Großartiges, oder jetzt ist die Quantencomputer-Allianz entstanden zwischen 10 großen deutschen Konzernen. Und diese Struktur, Konzerne, Mittelstand, Startups und Forschung, das ist wirklich ein Standortfaktor, den es so auf der Welt nicht nochmal gibt. Wie steht es um den Standortfaktor Gemeinschaft, Akzeptanz auch bei denen, wo in der Familie jede Generation Bergmensch wird, Braunkohle fördert und wo der Horizont vielleicht auch noch nicht so richtig weiter reicht, dass es in der nächsten Generation anders wird? Wie sorgen wir dafür, dass Kreise
die sich da auf der Verliererseite sehen, das mitmachen. Da muss man eben hin und und reden. Ich war jetzt zweimal auch auf Einladung von Frau Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten, direkt im Dialog mit IG Metall. Ich habe auch schon in Sachsen mit Bergbauleuten gesprochen. Das muss natürlich klar sein, wozu das Ganze, was hat man davon, wenn man in diese Unsicherheit geht, wenn der Arbeitsplatz, wenn die Tradition aufhört. Das reden wir die ganze Zeit mit Fischereiverbänden, die Küsten entlang, wo das schon längst der Fall ist, Seeleute, Deutsche schon vor 20 Jahren abgewickelt. Und diese Ehrlichkeit, dass es eben Zeiten gibt, wo Dinge aufhören und andere weitergehen und dann aber auch die Sicherheit, die der Staat geben kann und geben muss, dass man daraus etwas Neues bauen kann, dass man Lösungen findet, dass keiner eben zurückgelassen wird. Wir haben diese Werkzeuge, ja, wir sind kein armes Land und es gibt ein Sozialbewusstsein und eine Unterstützung, die natürlich noch viel mehr bei Menschen ankommen muss. Aber der erste Schritt und gerade bei Bergleuten und Seeleuten ist Ehrlichkeit. Genau. Und das fehlt meistens in der Kommunikation. Ja, ich glaube, wir haben hier auch ein interessantes Spannungsfeld angesprochen. Auf der einen Seite wird einfach der wirtschaftliche Erfolg, natürlich scheitern viele mit ihren Ideen, aber wenn wir eben mutig vorangehen, dann erreichen auch viele das, was sie mit ihren Ideen erreichen wollen. Und dadurch gibt es ja zukünftige Arbeitsplätze und das Vertrauen da rein müssen wir schon wieder haben, weil wenn wir mehr steuern, dann würgen wir vieles von dem, was da entstehen kann, ab und dann gibt es eben nicht so viel wirtschaftlichen Erfolg, an dem dann die Menschen auch durch Arbeitsplätze teilhaben können, durch Steuereinnahmen des Staates. Und auf der anderen Seite müssen wir die Menschen natürlich abfedern. Aber ich glaube, diese Tendenz, die so ein bisschen manchmal rauszuhören ist, wir müssen das alles planen, wir müssen den Menschen einfach verbriefte Sicherheit geben, das ist eine trügerische Sicherheit, weil wir dadurch nämlich das abwürgen, was ihnen tatsächlich die Sicherheit geben kann und was auch den Staat in die Lage versetzt, einfach erst Menschen Sicherheit zu geben. Und ein Punkt, der jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, auch nochmal aufzuarbeiten ist, ist auch Bildung ist natürlich der Schlüssel dazu, dass Menschen auch neue Chancen sich erarbeiten. Und hier haben wir in der Corona-Krise natürlich auch gesehen, da ist jetzt noch viel nachzuholen, da ist viel zu tun. Und ich glaube, da müssen wir auch für sorgen, dass wir einfach einen Fokus darauf setzen, den Leuten eine gute Bildung zu geben und dass wir da auch besser werden, dass eben der soziale Hintergrund der Familie nicht so stark bestimmt, was ich als nachkommende Generation mal tue. Das ist in Deutschland verbesserungsfähig und da müssen wir ran. Ich glaube, Bildung, Forschung, den Menschen die Perspektiven eröffnen, ist wichtig, aber wir müssen eben auch ehrlich sein, dass wir ihnen die Sicherheit nicht ohne den Mut geben können, in die Zukunft zu schauen und auch auf Veränderungen sich einzulassen. Aber ich denke, vielleicht, wenn ich da noch mal einhaken darf, weil Sie sagten jetzt mehrfach Planung, nicht zu viel planen. Also was wir vorhin hatten beim CO2-Preis, da war klar die Message, der muss größer werden, damit Planungssicherheit da ist, damit die Investitionen der Privatwirtschaft in die richtige Richtung gehen. Und das ist richtig so. Ich glaube, wir brauchen die gleiche Message auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Genau wie Sie sagten, ehrlich machen und zwar früh ehrlich machen. Für bestimmte Sachen wird es nicht mehr so eine Zukunft geben. Bei der Nachhaltigkeitsdiskussion wird das gern sehr kritisch gefragt. Und haben wir die Leute alle mitgedacht? Zu Recht. Bei der Digitalisierung, dem anderen Megatrend, der interessanterweise noch gar nicht zur Sprache kam jetzt heute hier, wird selbstverständlich hingenommen, dass Digitalisierung erstmal gut ist, dass das Fortschritt ist, technologisch für die Gesellschaft. Und trotzdem auch da werden ganz viele Leute mit ihren Jobs auf der Strecke bleiben. Gibt es einen schönen Rechner bei der Bundesagentur für Arbeit und vorgelagerten Instituten, kann man reingeben, was man als Job hat. Dann sagt einem die Digitalisierungsrate, also wie viel von seinem Job weg sein wird dann künftig. Diplomat, glaube ich, hat 60% Abwicklungschance. Ich müsste noch mal nachgucken. So, das heißt, auch da brauchen wir eine Orientierung. Und ich glaube, in manchen Feldern doch brauchen wir auch Planung. Wenn wir sprachen von dem Bedarf der Netze, der Netzentwicklungsplan bis jetzt hat den Nachteil, dass er eben nicht langfristig denkt und ausgelegt wird, sondern immer nur 15 bis 20 Jahre. Das reicht nicht, wenn ich mir überlege, wie lange wir brauchen, Stichwort Genehmigungsverfahren, die Trassen zu bauen und Ähnliches. Da brauchst du dann tatsächlich ein bisschen mehr Planung, anstatt so eine Salamitaktik. Nein. Wir versuchen, unsere erstarrten Strukturen über längere Planungshorizonte abzubilden. Blödsinn, der Weg geht andersrum. Wir müssen diese Strukturen werden, ja, wieder flexibilisieren. Genau. Ich weiß, ehrlich, ich weiß nicht, wie man Institute plant, aber ich habe jetzt jahrzehntelang Unternehmen geplant und ich kann Ihnen sagen, ein Planungshorizont von größer 5 Jahren ist
Illusion. Ist für Netze vielleicht ein bisschen anders wie für Unternehmen, genau. Da können Sie vielleicht 7 Jahre nehmen. Aber wir können doch nicht sagen, weil wir so lange brauchen, um die verdammte Trasse zu legen, heute in unserem heutigen Genehmigungs- und Verfahrenssystem, deswegen brauchen wir 20 Jahre Planung. Nein, wir müssen die Verfahren so verkürzen, dass wir mit 3 bis 5 Jahren Planung eben wieder rauskommen. Wir müssen die Verfahren verkürzen, ohne Beteiligungsklagerechte zu stark einzuschränken, kommt natürlich dazu. Und das geht. Da gibt es diverse Ideen auf dem Tisch mittlerweile, arbeiten wir auch dran. Da gibt es schon gute Ideen. Aber es ist nicht so, dass ich den Punkt machen wollte, weil die Planungsverfahren so lange sind, müssen wir diesen Plan haben. Nein, bei dem Netzentwicklungsplan war es allen Involvierten auch vorher schon klar, dass wir nicht mit 4 Trassen klarkommen werden. Das war zu dem Zeitpunkt, als noch 4 drin standen, schon klar, wir brauchen mehr. Und auch da kriegt man die Bevölkerung nicht mehr mit, wenn man dann alle 5 Jahre sagt, ey, es sind noch 2 mehr. Und aber das andere Planungsverfahren hat schon begonnen. Und dann muss man noch mal gucken, dann haut man da noch eine zusätzliche hin. Wenn man das vorher zusammen macht, nimmt man Leute mehr mit. Jetzt soll man es nicht mehr auf die anderen schieben, aber das ist natürlich oft auch eine Frage des fehlenden politischen Mutes. Das ist ja tatsächlich so. Und das sieht man ja nicht nur bei diesem Thema, das sieht man auch bei anderen Themen. Es wird ein Vorhaben geplant und ich plane es mal lieber so ein bisschen klein, weil ich mir denke, Leute, das wird übrigens 1,2 Milliarden kosten. Ich meine, ich bin jetzt gerade zum ersten Mal im neuen Flughafen gelandet. Das Musterbeispiel für dieses Thema. Ja. Ich mache das Thema klein, um Akzeptanz zu bekommen, obwohl ich schon genau weiß, dass es groß wird. Und am Ende fällt mir die Nicht-Akzeptanz auf den Fuß. Das sind natürlich auch so Zyklen. Ne? In der Netzentwicklungsplanung hatte man ja mal längerfristige Pläne und das hat dann dazu geführt, dass die Leute aus allen Wolken gefallen sind und gesagt haben, die Trassen wollen wir nicht, die da alle schon für 2035 aufgespannt sind. Seitdem hat man das ja auch so ein bisschen zurückgefahren und kürzerfristig geplant. Also natürlich ist die öffentliche Resonanz auf solche Planungen auch immer einzubeziehen. Ich würde gerne noch kurz gegen Schluss auf die internationale Dimension zu sprechen kommen. Frau von der Leyen hat es ja auch angesprochen, Grenzausgleichsabgaben, die machen uns Länder mit autoritären Regimen, die zum Klimathema vielleicht anders stehen, dann unsere Pläne durch günstigere Preise kaputt oder wie können wir das regeln? Ja, Herr Heuskel, vielleicht fangen Sie an. Sie haben eine klare Meinung, weil dann kommt eine Kompetenzsteigerung, wenn Sie was draufsetzen. Also grundsätzlich ist die Idee natürlich richtig, so wie Frau von der Leyen sie beschrieben hat, brauche ich nochmal beschreiben, gute Idee. So. Jetzt vertrete ich eine Industrie, die hat einen Exportanteil von 80% und natürlich ist auch der Außer-EU-Exportanteil sehr, sehr hoch. Also ist die Frage, wie stehen wir denn im globalen Kontext da, wenn wir das jetzt als EU letztendlich im Sinne auch, zwar ungewollt, aber einer protektionistischen Maßnahme realisieren, in einem Umfeld, wo wir leider ja seit 4, 5, 6 Jahren sowieso schon an ganz, ganz vielen Stellen in der Welt wieder sehr starke protektionistische Tendenzen sehen. Und ich fände es fatal, wenn wir auf der einen Seite auf andere Länder zugehen, zum Beispiel auf China, ja, und sagen, Leute, jetzt ist aber wirklich mal an der Zeit, dass ihr WTO-konform handelt. Ne? Und dann sagt der Chinese, ach ja, haben wir nicht gerade die Carbon Border Adjustment Tax eingeführt als nicht WTO-konforme Maßnahme? Wahnsinnig schwierig. Also, wie kann man das überwinden und trotzdem ans Ziel kommen? Ich glaube, das muss man eben noch internationaler denken als nur europäisch. Man kann das Klimaclub nennen, was weiß ich, Club of Brussels in Anlehnung an den Club of Rome einmal. Ich muss über nachdenken, wo sind denn like-minded countries? Und jetzt haben wir den großen Vorteil, dass die Amerikaner und damit ganz Nordamerika wieder an Bord ist. Ich glaube auch, dass es gelingt, andere große Volkswirtschaften dafür zu gewinnen und zu sagen, wir machen so eine Art Club derer, die ein gemeinsames Carbon Tax Konzept haben. Und der wird dann eine solche Gravitationskraft entwickeln, dass andere mitmachen. Es bleibt das große Fragezeichen China. Ja, ich will das jetzt nicht idealisieren, aber möglich wäre das. Aber ich glaube, parallel zum legislativen Prozess oder zum Denkprozess in der EU muss man jetzt zeitnah anfangen, ähnlich wie bei der internationalen Mindestbesteuerung, einen internationalen Club von Staaten aufzubauen, die bei dem Thema Carbon Border Adjustment mitmachen. Nur EU zu klein. Ja, wir haben uns in ganz ähnliche Richtung geäußert im Sachverständigenrat. Also das ist ein Konzept, das mit vielen Herausforderungen kommt. Die WTO-Kompatibilität an erster Stelle. Aber selbst wenn das Ganze WTO-kompatibel ist, heißt es ja gar nicht, dass nicht doch Handelskonflikte ins Haus stehen. Trotzdem. Weil es einfach in die Richtung Handelshemmnis interpretiert werden würde. Und auch in der Umsetzung muss man sehen, dass man, je nachdem, wie man so einen Grenzausgleich ausgestaltet, man auch Verschiebungen provoziert entlang der Wertschöpfungskette. Wenn ich jetzt besonders emissionsintensive Industrien dann nur inkludiere, dann
importieren nachher eben Industrien, die nicht so emissionsintensiv sind. Und der Teil der Wertschöpfungskette findet dann im Ausland statt. Ja, also man kann ja nicht die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfassen und alle den gesamten CO2-Footprint von Gütern an der Grenze dann abrechnen. Das können wir einfach auch noch gar nicht so erfassen. Vielleicht können wir das irgendwann mal, aber aktuell jedenfalls noch nicht. Und da droht dann auch, dass dieser Mechanismus umgangen wird bei den Importen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ich würde auch denken, es gibt die Chance, jetzt in die Richtung Klimaclub zu gehen. Das ist attraktiv. Natürlich ist es so, dass diese Überlegungen zum Grenzausgleich auch genutzt werden können, um da noch mal ein stärkeres Argument aufzubauen, das zu tun. Ja, also letztlich entstehen auch viele Investitionsabkommen genau so, die auch vor dem Investitionsabkommen mit China, das jetzt erstmal nicht ratifiziert worden ist, aber ist es ja so, dass davor die Bedingungen für China in der EU verschärft wurden. Und dann erst überhaupt nochmal Bewegung in diese Verhandlungen kam. Also ich glaube, man darf das auch, muss das in vielen Dimensionen auch interpretieren, was da passiert. Und im Endeffekt ist es gut, dass man sich darüber Gedanken macht. Man braucht irgendein Instrument. Ob es jetzt dieses ist, dass das zielführend ist, das sei dahingestellt. Vielleicht kommen wir auch woanders raus. Aus meiner Sicht ist aber auch gerade in China, wo wir auch unsere Leopoldina Nationalakademie direkt mit der chinesischen Akademie of Sciences zusammenarbeitet, aber noch zusätzlich diese Verknüpfung, mit der wir ja gestartet sind. Also es ist ja gar nicht nur Klima, es ist die Natur als Ganzes, es ist das Netzwerk des Lebens. Das hat auch mit Gesundheit zu tun und diese Kopplung. Da frage ich mich manchmal, ob nicht der CO2-Preis eben trotzdem noch unterschätzt wird, weil er, wenn er in ein sozioökonomisches und ethisches Modell gebracht wird, in dem die Rückzahlung, also in dem überhaupt ein Rahmen für menschliches und staatliches Handeln und ein Bewusstsein geschaffen wird, in dem es ganz klar von Vorteil ist, Energie zu sparen, also vor allen Dingen fossile Energie und auch noch dann die, die sowieso weniger verbrauchen, eher mit aufzufangen. Also eine Art von neuer gelebter Gerechtigkeit. Und dafür gibt es ja wissenschaftliche Vorschläge, wie genau das auszulitern ist, dass eben ein solcher Preis, wenn er vernünftig verwendet wird, wenn er nicht einfach nur noch eine Steuer für Unbekanntes ist, sondern für zum Wohle der Menschen und zum Wohle der Natur und Gesundheit, wenn man das schafft, den Bürgerinnen und Bürgern nahezubringen, was sie davon konkret haben und das beweist. Und dieser Beweis steht ja bei uns noch komplett aus in Europa. Die ersten Gehversuche sind in Kanada gemacht und die wenigen sozioökologischen und ökonomischen Experimente, die es dazu gibt, zu dem Rückzahlen oder zu dem Fördern der Bürgerinnen und Bürger und Fördern des umwelt- und naturfreundlichen Handelns, das sind so wenig Versuche, dass wir eigentlich auch dieses Experiment erst noch vor uns haben. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall, also ich hoffe, dass da eigentlich auch mit China Verhandlungen möglich sind, die ja ganz stark auf Modelle setzen, in der Bürgerinnen und Bürger auch ihr ethisches Handeln belohnt bekommen. Wir sind so gut wie am Ende. Das kann man jetzt aber so oder so interpretieren. Genau. Können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, welche Erfahrungen wurde in Kanada gemacht? Und dann müssen wir zum Schluss kommen. Das kanadische Modell, was Sie da angesprochen haben. Dass das gut funktioniert, dass es angenommen wird und sofort hilft. Das heißt also Rückzahlung von Steuern, direkt pro Kopf. Das ist nicht, ich weiß gar nicht, ob es direkt pro, doch, es ist direkt pro Kopf, genau, ja. Das ist ein Weg, der bei uns ja auch... Es gibt ja auch vom Mercator-Institut eine ganz interessante Kurzstudie zu der Frage, wie kann ich sozial kompensieren, und die zu dem Ergebnis kommt, dass sozusagen eine Klimadividende oder also im Prinzip ein Pauschalbetrag, der zurückgezahlt wird aus den zusätzlichen Einnahmen, dass der besser wirkt als zum Beispiel eine Pendlerpauschale oder andere Ideen. Also da liegen wissenschaftliche Konzepte vor. Bitte kein Social Scoring auf gutes, braves Ökoverhalten. Das ist, glaube ich, mit unserem Freiheitsbegriff nicht übereinander zu bringen. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Es ist gleich 1 Uhr. Danke an meine Runde, an Antje Boetius, Jan-Peter Schemmel, Kerstin Andrea, Karl Heusken und Professor Veronika Grimm, an alle Beteiligten, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir haben Mut gemacht und nicht Angst vor der Aufgabe oder den vielen Aufgaben, die vor uns stehen. Bei der Woche der Umwelt sprechen wir heute und morgen noch in weiteren Diskussionen über Biodiversität, über Mobilität, über die langfristige Perspektive und in vielen Fachforen sozusagen über das Kleingedruckte. Wir haben auch darüber gesprochen, wer den Klimawandel und die Umweltzerstörung ausbaden muss. Und da gehört auch die junge Generation dazu. Deshalb gibt es großes Interesse an jungen Ideen, wie es laufen kann. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt jetzt mit dem Thema Erwartungen an eine nachhaltige Gesellschaft in der Diskussion mit jungen Leuten. Und Herr Bundespräsident, ich übergebe das Wort an Sie.